Willkommen zum ersten meiner drei Videos über Eisenmangel. Gerade zu diesem Thema gibt es unglaublich viele Meinungen und Behauptungen. Aber auch hier gilt, Wissen ist Macht. Darum bleibt dran und schaut meine Videos. Gut möglich, dass auch einige von euch einen Eisenmangel haben. Wie stellt man einen Eisenmangel fest? Grundsätzlich kann man anhand von gewissen Beschwerden, Symptomen vermuten, dass ein Eisenmangel vorliegt und dann kann man es im Labor mit einer Blutuntersuchung bestätigen. Im Labor bestimmt man das Blutbild mit dem sogenannten Hämoglobin, dem roten Blutfarbstoff, der in den roten Blutkörperchen ist. Weiter ist es meistens ausreichend, das sogenannte Ferritin zu bestimmen, ein Wert, der etwas über den Eisenspeicher aussagt. Korrekterweise sollte man zusätzlich das CRP bestimmen, ein Wert, der bei Entzündungen ansteigt. Denn auch das Ferritin kann bei Entzündungen ansteigen und dadurch einen falschen Wert ergeben. Der Wert des Hämoglobins sollte bei Frauen mindestens 120 Gramm pro Liter oder 12 Gramm pro Deziliter betragen. Bei Männern wird häufig ein Referenzwert von 130 Gramm pro Liter bzw. 13 Gramm pro Deziliter als untere Grenze des Normalbereichs angegeben. Für das Ferritin ist der untere Normalwert nicht ganz eindeutig. Es gibt Leute, die einen Wert unter 35 Mikrogramm pro Liter als zu tief anschauen, andere setzen den Wert bei 15 an. In dieser Arbeit von 2020 konnte gezeigt werden, dass ab einem Ferritinwert von 30 Mikrogramm pro Liter oder weniger das Risiko zu sterben für ältere Leute ansteigt. Anhand dieser Arbeit könnte man also einen Wert von 30 Mikrogramm pro Liter als Grenzwert für zu tief annehmen. Speziell am Eisen ist, dass unser Körper es nicht aktiv ausscheiden kann. Es kann also nur über unser Blut aus unserem Körper hinaus gelangen. Eine aktive Ausscheidung über die Niere oder Leber gibt es nicht. Darum gibt es die Krankheit der Hämochromatose. Dabei wird durch eine genetische Mutation viel mehr Eisen aus dem Darm aufgenommen, als dies normalerweise der Fall ist. Da der Körper das zu viel aufgenommene Eisen nicht ausscheiden kann, lagert er es in verschiedenen Organen ein, zum Beispiel der Leber. Dort verursacht es Organschäden. Die einzige Behandlungsmöglichkeit der Hämochromatose ist daher der Aderlass, das therapeutische Blutspenden, weil eben alleine mit Blut Eisen wieder aus unserem Körper herauskommen kann. Wo liegt eigentlich der Zusammenhang zwischen Eisen und Blut? Das Eisen ist ein essentieller Bestandteil des Hämoglobins, des roten Blutfarbstoffes. Durch das Hämoglobin kann Sauerstoff gebunden werden, welcher durch die roten Blutkörperchen in unserem Körper verteilt wird. Wenn wir zu wenig Eisen haben, haben wir irgendwann auch zu wenig Hämoglobin und damit nicht mehr genug Kapazität, Sauerstoff zu transportieren. Dann kommt es zu einer sogenannten Blutarmut oder medizinisch Anämie. Aber schauen wir uns einmal an, wie denn Eisen aus unserem Körper verloren geht. Grundsätzlich geht Eisen durch Blut verloren. Das passiert bei Frauen durch die Menstruationsblutung. Ansonsten durch Blutungen bei Unfällen, Verletzungen oder Operationen. Weiter wird in der Schwangerschaft viel Eisen gebraucht, weil das Kind Blut bilden muss und auch die Schwangere mehr Blut bildet für die Zeit der Schwangerschaft. Und schließlich gibt es Blutungen, die wir gar nicht bemerken. Wenn entzündliche Erkrankungen des Darmes bestehen, zum Beispiel bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, dann kann das zu kleinen Blutungen führen, die wir gar nicht feststellen, die aber trotzdem zu einem Eisenverlust führen. Dabei handelt es sich um Mikroblutungen, die man auch nicht an einer Verfärbung des Stuhles feststellen kann. Vor allem im fortgeschritteneren Alter kann es auch einmal ein Darmtumor sein, der zu einem Eisenverlust und zu einer Blutung führt. Darum ist es unter Umständen sinnvoll, eine Darmspiegelung zu machen, wenn nicht klar ist, warum ein Eisenmangel besteht. Aber wahrscheinlich ebenso häufig wie durch Eisenverlust ist ein Eisenmangel durch eine zu geringe Aufnahme bedingt. Eine eisenarme Ernährung, wie sie bei uns in unserer zivilisierten, industrialisierten Ernährung üblich ist, ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum wir mehrheitlich zu wenig Eisen aufnehmen. Im zweiten Video über Eisenmangel werden wir uns das Thema Ernährung und Eisenaufnahme genauer anschauen. Und
Wie schon erwähnt, können Darmprobleme nicht nur zu einem Blutverlust und Eisenverlust führen, sondern auch zu einer reduzierten Aufnahme. Und schließlich können ganz verschiedene Medikamente dazu führen, dass Eisen schlechter aufgenommen wird. Prominent dabei sind die Protonenpumpenhemmer, die Säureblocker, die sehr häufig eingenommen werden bei Magenbeschwerden. Die häufigsten Wirkstoffe sind Omeprazol oder Esomeprazol. Die Magensäure wird gebraucht, um Eisen aufnehmen zu können. Wenn es durch die Reduktion der Säure im Darm weniger sauer ist, kann Eisen weniger gut aufgenommen werden. In diesem Zusammenhang muss man sagen, dass Säureblocker gerade dann eingenommen werden, wenn sowieso schon ein Magen- oder Darmproblem besteht, welches die Eisenaufnahme stören kann und dann nicht unbedingt die Protonenpumpenblocker als einzige dafür verantwortlich sind. Nichtsteroidale Antirheumatika, also die häufigsten Schmerzmittel, die eingenommen werden, können vor allem bei längerer Einnahme zu einer chronischen Entzündung des Magen-Darm-Traktes führen, was wiederum die Aufnahme des Eisens verschlechtert. Und als Reaktion darauf wird häufig ein Magensäureblocker verschrieben, was dann das Problem noch verstärkt. Schauen wir uns einmal an, welche Probleme ein Eisenmangel verursachen kann. Ein ausgeprägter Eisenmangel kann zu einer Blutarmut, einer sogenannten Anämie, führen. Wenn zu wenig Eisen vorhanden ist, um ausreichend Hämoglobin zu bilden, können auch nicht ausreichend rote Blutkörperchen gebildet werden. Eine Blutarmut führt dazu, dass wir weniger leistungsfähig sind, dass wir uns müde fühlen, beim Sport nicht die Leistung bringen können. Solche Symptome können aber auch auftreten, wenn noch keine nachweisbare Anämie, also Blutarmut, vorhanden ist. Es gibt Daten, die zeigen, dass ein Eisenmangel auch ohne Blutarmut zu Müdigkeit führen kann. Durch eine Eisengabe kann die Müdigkeit teilweise verbessert werden. Das ist aber nicht immer der Fall. Wahrscheinlich reagieren nicht alle Leute gleich auf die Eisengabe und den Eisenmangel, und auf der anderen Seite gibt es zahlreiche andere Gründe, die eine Müdigkeit verursachen können. Meine Devise in diesem Punkt ist es, das Eisen zu ersetzen, aber auch die anderen Gründe für Müdigkeit wie eine Schilddrüsenunterfunktion zu beachten. Ein weiteres Problem, das mit Eisenmangel einhergeht, ist das Restless Leg Syndrome. Dabei kommt es typischerweise nachts im Bett zu einem unüberwindbaren Drang, die Beine zu bewegen. Das ist nicht nur für den Schlaf störend, sondern auch sonst sehr unangenehm. Auch das Restless Leg Syndrome ist extrem häufig. Schätzungsweise 5-15% der Erwachsenen sind davon betroffen. Es konnte gezeigt werden, dass bei Vorliegen von Eisenmangel sogar 25% der Patienten betroffen sind. Und es gibt einen Konsens darüber, dass bei Restless Leg Syndrome Eisen ersetzt werden soll, auch wenn keine Anämie, keine Blutarmut vorliegt. Kopfschmerzen sind ein Problem, welche bei Anämie, bei einer manifesten Blutarmut vorkommen. Es konnte aber nicht gezeigt werden, dass ein Eisenmangel ohne Anämie zu Kopfschmerzen führt oder diese verstärkt. Und schließlich kann ein Eisenmangel eben auch eine allgemeine Schwäche machen, die uns Mühe macht beim Training, Mühe mit dem Muskelaufbau. Das hängt damit zusammen, dass Eisen auch ein essentieller Bestandteil des Myoglobins ist. So wie das Hämoglobin den Sauerstoff in den roten Blutkörperchen bindet, bindet das Myoglobin den Sauerstoff im Muskel. Und wenn wir zu wenig Eisen haben, um Muskel aufzubauen, ist es auch naheliegend, dass wir mit dem Training Mühe haben. Jetzt habt ihr einen ersten Überblick über das Thema des Eisenmangels. Im zweiten Video schauen wir uns an, wie wir mit Ernährung unseren Eisenhaushalt beeinflussen können. Und im dritten Video schauen wir uns an, wie wir Eisen mit Medikamenten ersetzen können und was dabei zu beachten ist. Bleibt also dabei, ich sehe euch im zweiten Video.